wir sind in einer Spaßgesellschaft, Konsumgesellschaft. Gib mir mehr, ich brauche einen besseren Fernseher. Lieber Zuhörer oder Zuhörerin, es freut mich, dass ihr hier reingefunden habt und ich hoffe, dass ihr bereit seid, für ein paar Minuten eures Lebens mir euer Ohr zu leihen. Worum es geht, werdet ihr im Laufe des Videos hören. Ganz sicher war jeder mal an diesem Zeitpunkt in seinem Leben und er hat sich eine bestimmte Frage gestellt. Hat das alles einen Sinn? Hat mein Leben einen Sinn? Vor allem, wenn man einen Schicksalsschlag erlitten hat. Entweder ist ein bestimmtes Familienmitglied gestorben oder vielleicht hat die Freundin Schluss gemacht oder du hast deinen Job verloren oder dein bester Kumpel hat dich hintergangen und du warst am Boden zerstört. Oder vielleicht befindest du dich genau jetzt in solch einer Situation. Einige fangen an, dann über ihr Leben nachzudenken und stellen sich die Frage, warum? Warum passiert das alles? Warum mir? Was ist der Sinn, dass mir das passiert? Andere gehen weiter und fragen sich, ob es einen Grund gibt, einen Sinn gibt, warum ich das alles durchmache. Warum werde ich geboren? Habe Mutter und Vater und dann sterben sie. Sie suchen ein Verständnis über ihr ganzes Leben. Ein geliebter Freund, der einen Autounfall hat und ab da an im Rollstuhl sitzt, die Freundin, die dich sitzen lässt, weil ihr ganz plötzlich aufgefallen ist, dass diese Beziehung keine Zukunft hat. Aber vorher hat sie doch gesagt, sie liebt dich und so weiter. Du versuchst den Sinn zu verstehen dieses Lebens. Doch andere tun was? Viele von ihnen versuchen darüber hinwegzusehen und sagen Sätze, das ist nun mal so. Oder andere ertränken ihr Leid im Alkohol und versuchen so ihren Schmerz zu stillen. Jugendliche hingegen werden so sehr mit Filme, Musik, Partys, neue Handys und Spiele zugedröhnt, dass sie gar keine Zeit mehr haben, sich über den Sinn ihres Lebens Gedanken zu machen. Ziellos fristen sie ihr Leben dahin und haben keinen tieferen Sinn in ihrem Leben. Ihre einzige Sorge ist, komme ich cool rüber? Bin ich cool? Komme ich bei den anderen an? Bin ich hübsch? Wollen Jungs mich daten? Wie komme ich bei den Frauen an? Welches Handy soll ich mir kaufen? Das Samsung GS4 oder iPhone 5? Dass das nicht der Sinn des Lebens sein kann, müsste jedem klar sein. Denn während du möglicherweise darüber nachdenkst, auf welche Party du gehst oder welches Handy du kaufen sollst, sitzen andere Menschen in ärmeren Ländern und wissen nicht mal, ob sie diese Woche was Anständiges zu essen bekommen. Und das, was sie essen, würdest du wohl in deinen kühnsten Träumen nicht essen wollen. Nein, nein, das ist ganz sicher nicht der Sinn des Lebens. Egal, was du mir bringst und du als Sinn des Lebens betrachtest, so werde ich dir sagen, dass es nicht der Sinn des Lebens sein kann. Ich höre sehr viele merkwürdige Aussagen von Menschen, die sagen, hey, mein Sinn des Lebens ist Musik. Okay, was machst du, wenn du taub wirst? Oder einige sagen, mein Sinn des Lebens ist Party. Nun trifft dich jetzt vielleicht eine schwere Krankheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann noch Lust auf Party hast. Und Beispiele kenne ich aus meinem persönlichen Umfeld. Leute, die gestern top fit waren, sind es heute nicht mehr. Und Party ist das Letzte, woran sie denken. Um genau zu sein, daran denken sie überhaupt nicht mehr. Eins muss dir gewiss sein. Alles, was du jetzt hast, kann dir in Sekundenschnelle genommen werden. Zum Beispiel, du hast ein tolles Auto, es ist dein Baby, du tust alles dafür, du liebst dieses Auto. Am nächsten Morgen stehst du auf und siehst, dass es nicht mehr vor deiner Haustür ist. Es ist weg. Oder du hast eine hübsche Freundin. Oder für die Frauen, du hast einen coolen Freund, den du über alles liebst. Ihr liebt euch so sehr, das ist euer Leben, ihr seid glücklich, ihr habt eine coole Wohnung, versteht euch prima. Nun bekommst du raus, dass er oder sie dich die ganze Zeit betrogen hat. Oder er oder sie hat jemand Neues kennengelernt, der ihr mehr gefällt. Und jetzt macht sie einfach Schluss, lässt dich sitzen. Vielleicht lässt sie dich sogar mit Schulden sitzen. Weg ist sie. Oder du liebst Sport, treibst Sport. Doch plötzlich erleidet dich eine Krankheit, wodurch du deinen Sport nicht mehr ausüben kannst. Dies kann man auf alles beziehen. Dein Hund läuft dir davon, deine Katze wird überfahren. All dies ist Realität, wenn auch harte Realität. Oder dein Ehemann entscheidet sich plötzlich, seine jüngere Freundin zu heiraten. Im Endeffekt kann dir alles genommen werden. Gesundheit, Auto, Freundin, Kumpel, Ehefrau, Ehemann und Kinder. Ja, auch Kinder. Wie hart muss es doch für die Eltern gewesen sein, die ihre Kinder verlieren, weil ein schießwütiger Jugendlicher in eine Schule mit einem Gewehr reinmarschiert und sie alle erschießt. Und eines von den Opfern ist dein Kind. Kann man sich in diese Lage versetzen, wie schmerzhaft das sein muss? Wir müssen damit rechnen, dass dir jederzeit alles genommen werden kann. Alles. Nichts bleibt für ewig. Alles, was hier ist, wird vergehen. Apropos schießwütige Jugendliche, die in Schulen reinmarschieren. Das beweist wieder, in was für einer kranken Gesellschaft wir leben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Jugendliche von Filmen und Spiele und Musik beeinflusst werden, welche gewaltverherrlichend sind. Desillusionierte Jugendliche, die in die Gewalt vor der Realität flüchten, weil die Gesellschaft damit überfordert ist, eine Vorbildfunktion für die Jugendlichen zu bieten. Wir verkaufen ihnen Alkohol, Zigaretten, gestatten es ihnen, brutale Filme zu sehen, stundenlang am PC zu sitzen und ihre Zeit nicht sinnvoll zu nutzen. Wir dröhnen sie mit Musik voll, welche sinnentleert
verzerrte Texte enthalten. Sie folgen Stars, welche selbst mit ihrem eigenen Leben überfordert sind. Sie nehmen sich diese jenen Stars zu Vorbilder oder jene Bösewichte aus Filmen. Sie wollen wie sie sein. Personen, die mit ihrem eigenen Leben selbst überfordert sind. Doch, wie wir an Beispielen wie zum Beispiel Michael Jackson, Amy Winehouse oder Whitney Houston sahen, ist dieser Lebensstil in keinster Weise nachahmenswert. Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Also, alles kann dir genommen werden. Viele Eltern sagen, hey Junge oder hey Tochter, lerne einen anständigen Beruf. So als ob das A und O ist, als wäre das dein Sinn des Lebens. Okay, nehmen wir mal an, heute, dass du tatsächlich einen Top-Job bekommen solltest und du bist angesehen und all das, alle lieben dich und du hast eine tolle Position, was heute eigentlich kaum denkbar ist bei der wirtschaftlichen Lage dieses Kapitalismus, wo Zeitarbeitsfirmen und Arbeitsvermittler die Menschen aussaugen. Aber okay, nehmen wir mal an, dass dir dies gewährt wurde. Was machst du, wenn du plötzlich krank wirst? Herzinfarkt, vielleicht schon der dritte oder irgendeine andere Krankheit oder vielleicht entscheidet sich die Chefetage, dich zu feuern, weil sie jemand Besseres gefunden hat als dich. Wirst du dich dann aufhängen? Ich hoffe nicht. Oder willst du es etwa jenen nachmachen, die sie, als sie bankrott wurden, sich dann aus dem Fenster warfen und das nur, weil sie Armut mehr fürchten als den Tod. Und dabei ist doch manch reicher ärmer als gar ein Bettler. Oft bringt Geld negative Aspekte mit sich, wie in etwa falsche Freunde, falsche Berater, Existenzängste. Und eins müssen wir unbedingt verstehen, Zufriedenheit lässt sich nicht kaufen. Das muss man wiederholen. Zufriedenheit lässt sich nicht kaufen. Und so schnell das Geld da ist, so schnell kann es auch wieder weg sein. Im Übrigen wollen wir hiermit nicht sagen, dass es schlecht ist, einen guten Job zu haben oder sich zu bilden oder dass es schlecht ist, sich um seine Familie zu kümmern und seine Kinder zu lieben und auch Geld zu verdienen. Das ist alles schön und gut, aber der Sinn des Lebens kann es nicht sein, weil wie gesagt, jederzeit kann es dir weggenommen werden, wie wir soeben beschrieben haben. Ich habe eine Zeit im Seniorenbereich gearbeitet und mir ist aufgefallen, wie Menschen ohne Sinn ihr Leben dahin fristen. Vor allem im Alter kommt eine Gleichgültigkeit, eine Wut, eine Unzufriedenheit, die ist echt erstaunlich. Viele von ihnen wünschen sich nur noch den Tod. Sie haben das Leben satt und das Glas ist nicht mehr halb voll, sondern halb leer. Über alles wird sich beschwert. Arztgänge, Regen, Sonne, das Essen, das Trinken, alles. Weil diese Menschen nur das Diesseits sehen und kein Auge auf das Jenseits werfen. Auch wenn sie es sagen, so ist es lediglich ein Lippenbekenntnis. Aber bezüglich Jenseits und Diesseits werde ich später etwas deutlicher eingehen. Und diejenigen, die behaupten, dass sie keinen Sinn in ihrem Leben sehen, das sind wahrlich die verwirrtesten Menschen überhaupt. Und es sind jene Menschen, die wirklich auch so leben. Sie leben ein Leben wie ein Tier. Aufstehen, essen, schlafen, arbeiten, Geschlechtsverkehr und so weiter. Es ist das reine Befriedigen ihrer Gelüste. Und trotz all diesem sind sie nicht glücklich. Sie fühlen sich innerlich leer und denken, dass wenn sie sich noch mehr kaufen und noch mehr ihre Gelüste stillen, so werden sie glücklicher. Aber das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, so macht man eine gefährliche Tür auf, denn Gelüste sind wie ein hungriges Monster und es wächst, indem du es fütterst. Heute ein Handy, morgen brauchst du ein neues. Heute habe ich diese Frau gehabt, morgen brauche ich eine andere Frau. Die Klamotten, die ich mir heute gekauft habe, sind morgen für mich wieder passé. Ich brauche was Neues. Das ist das Leben eines Tieres, dessen einziger Grund, warum es existiert, seine Gelüste zu stillen. Mehr, mehr, mehr. Denn wir sind in einer Spaßgesellschaft, Konsumgesellschaft. Gib mir mehr. Ich brauche einen besseren Fernseher. Gerade einen gekauft, aber egal, ein neuer muss her. Kinder werden schon so materialistisch erzogen, dass sie bereits im jungen Alter ihre Begierden stillen wollen. Weil die Eltern nicht in der Lage sind, ihren Kindern beizubringen, dass das Leben mehr ist als nur Konsum und Spaß. Sie lehren ihren Kindern nicht den Sinn des Lebens. Okay, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Es muss doch einen Sinn geben und die Antwort ist so erstaunlich einfach und wunderbar zugleich. Im Koran sagt der Al-Abama, Allah, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Khalas, das ist dein Sinn des Lebens. Also, du sollst hieraus verstehen, dass Allah die Menschen nur erschaffen hat, damit sie ihm dienen. Er benötigt sie nicht. Wir lesen es weiter im Koran. Ich will keine Versorgung von ihnen, noch will ich, dass sie mir Speise geben. Dieser Vers bedeutet, dass Allah die Schöpfung erschaffen hat, so auf dass sie ihn alleine anbeten, dienen, ohne Beigesellung, also ohne, dass sie etwas anderes neben ihm anbeten, dienen. Jene, welche ihm gehorchen, werden mit dem besten Lohn belohnt und jene, welche ihm nicht gehorchen, werden die schlimmste Strafe von ihm erlangen. Der Schöpfer, der Allerbarmer, der Versorger, Allah sagt, dass er die Schöpfung nicht benötigt, aber eher sie benötigen ihn in allen Belangen. Er allein ist ihr Schöpfer und Versorger, so jeder, der einen klaren Verstand besitzt, ist hiermit aufgefordert, seinem Schöpfer zu dienen, eine Sache, die wirklich jeder kann, in welchem Land auch immer, ob reich oder arm. Denn wenn du arm bist, so wirst du mit deiner Armut geprüft, ob du geduldig sein kannst. Und wenn du reich sein solltest, wirst du damit geprüft, wofür du dein Geld ausgibst.
Es ist wirklich seltsam, wenn man Menschen sieht, die kaum Geld haben und sich andauernd beschweren, dass sie keine Kohle haben und dass es ihnen schlecht geht und so weiter. Es ist wahrlich erstaunlich, dass genau diese Menschen zu Silvester hinausgehen und einfach ihr ganzes Geld verballern. Sie kaufen sich Feuerwerk und geben Geld aus, nur um es in die Luft zu ballern. Und später siehst du diese Menschen jammern, dass sie kein Geld haben. Ich meine, es ist schon unverständlich genug, wenn reiche Menschen ihr Vermögen für so einen Schwachsinn ausgeben. Aber wenn es Leute tun, die kein Geld haben, ist es noch erstaunlicher. Was aber noch erstaunlicher ist als das, sind Leute, die sagen, dass sie keinen Sinn in ihrem Leben brauchen, weil für sie die Existenz Allahs gar nicht bewiesen sei. Aber das ist natürlich vollkommen falsch, denn unter anderem beweist es der Intellekt selbst. Lesen wir hierzu folgenden Vers. Oder sind sie wohl durch nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Dies ist eine Frage, die Allah stellt, eine rhetorische Frage. Jeder weiß, dass beides falsch ist. Du wurdest nicht durch nichts erschaffen, eher hat dich jemand erschaffen. Und hast du dich selbst erschaffen? Nein, natürlich hast du dich selbst nicht erschaffen. Eher hat dich jemand anderes erschaffen. Wir möchten gern ein schönes Beispiel erwähnen. Wenn dir jemand über einen wunderschönen Palast berichtet, welcher mit wunderschönen Gärten umgeben ist, wo Flüsse fließen mit wundervollen Liegen und Betten und verziert, beschmückt, herrlich, traumhaft. Und dann kommt jemand und sagt, hey, hör mal, dieser Palast, den du da siehst, dieser Palast mit all seinen Perfektionen hat sich selbst erschaffen. Oder er würde dir sagen, es war Glückssache, Zufall, dass dies entstand ohne einen Macher. Du würdest dies rasch leugnen und ablehnen. Du würdest dies als eine dumme Aussage betrachten. So dann, mein lieber Freund, erkläre uns, wie diese gewaltige Schöpfung mit ihren Himmeln, Erde, Sternen und mit ihren zahlreichen Verfassungen und ihren brillanten und großartigen Ordnung, sag uns, ist es möglich, dass dies sich selbst erschaffen hat oder es durch Zufall entstand ohne einen Schöpfer? Darwinismus. Darwinismus, wenn du dir ein Puzzle vorstellen kannst von einigen Milliarden Stücke, Darwinismus behauptet, ein Stück dieses Puzzles zu erklären. Es erklärt nichts weiter. Er erklärt nicht die Komplexität der Schöpfung. Er erklärt nicht die Atmosphäre dieser Welt und die Täler und die Flüsse und die Sonne und dessen Lauf. Und die einzige Lösung, zu der du kommen kannst, lediglich aus der Logik heraus, wenn du nicht an einen Gott glaubst, ist, dass es einen Schöpfer gab. Das ist die einzige logische Schlussfolgerung, zu der du kommen kannst. Reiner Zufall oder Zufälligkeit können nicht erschaffen. Wir möchten ein weiteres Beispiel geben. Kinder haben doch oft diese Würfel. Auf diesen Würfel ist auf der einen Seite der Buchstabe A und auf all den anderen Seiten sind nur Farben. Eine braune Seite, eine rote Seite, eine blaue Seite. Aber auf der einen Seite ist der Buchstabe A. Du hast 26 von ihnen und jede von diesen Würfeln repräsentiert jeden Buchstaben des Alphabets. Nun tue ich sie in einer Tasche. Ich schüttel sie ordentlich durch, stelle mich hier auf einen Podest oder auf einen Stuhl oder was auch immer und dann kippe ich die Tasche um. Wie ist die Chance, dass diese Würfel auf diesem Boden landen, vom Buchstaben A bis zum Buchstaben Z, alle in alphabetischer Reihenfolge? Natürlich mit dem Buchstaben nach oben zeigend, alle in einer perfekten geraden Linie natürlich. Wie oft denkt ihr, müsste ich sowas tun, bis dies geschehen würde? Jeder normale Mensch mit ein bisschen Grips würde sagen, das wird niemals passieren. Du kannst hier bis zu deinem Lebensende hier stehen und es probieren oder eher bis zu dem Lebensende deiner Kinder und du stehst auf dem Stuhl und probierst es. Und es wird nie passieren, dass es exakt von A bis Z in alphabetischer Reihenfolge in einer geraden Linie vor dir liegt. Die Buchstaben exakt in einer Linie nach oben zeigend. Und wir reden hier von Buchstabenblöcke, Würfel mit bloß 26 Buchstaben. Ihr würdet entweder sagen, dass dieser Typ ist ein Zauberer, dass dies passieren kann, oder er hat einen Trick oder so. Oder ihr würdet sagen, der Typ ist ein Spinner und ihr hättet recht. Und dies ist mit Würfeln. Würfel, wollt ihr wirklich sagen, dass das Universum und seine Komplexität, die Planeten und die Sterne, die Sonne und der Mond, die Täler und die Flüsse, der Schmetterling, welcher aus einer Raupe herauskommt, das Sperma, was auf das Ei der Frau trifft, wodurch du die Schöpfung eines Fötus hast, welches durch eine Nabelschnur genährt wird, dass alles, was schlecht für das Kind ist, herausfiltert und es gibt dem Kind nur das, was es braucht. Und dann kommt es heraus aus der einzigen Öffnung, welcher der weibliche Körper das Baby herausgeben kann. Die ganze Schöpfung von Fischen, Vögeln, all dies ist komplex. Willkürliche Auswahl, Zufallsauswahl. Zufallsauswahl ist ein Widerspruch. Denn du kannst nicht Zufall und dann Auswahl haben. Auswahl ist geordnet, Zufall ist nicht geordnet. Dies sind Worte und Begriffe der Täuschung und Verwirrung. Wie kannst du Zufallsauswahl haben? Entweder wählst du aus oder du wählst nicht aus. Entweder ist es Auswahl oder ist es Zufall. Zufallsauswahl, was sie mit Zufallsauswahl meinen, ist, dass wir nicht erklären können, wie dies passiert ist, aber wir glauben, dass es geschah. Dass irgendwie das Überleben des Stärksten geschieht, aber das Überleben des Stärksten ist nicht auf den Menschen anzuwenden. Denn Menschen würden andere beschützen und ihr eigenes Leben gefährden.
Ist es etwa abwegig, dass eine Frau ihr Baby in einem Kinderwagen hat? Sie geht damit die Straße entlang. Nun entgleitet ihr der Kinderwagen aus ihrer Hand und fährt genau auf die Straße zu, wo ein Bus entlang fährt. Was wird die Mutter tun? Der Bus rast auf den Kinderwagen zu. Wird sie sich sagen, tja, Pech, ich muss selbst überleben, vergiss das Baby, ich kann ja ein neues Kind bekommen? Nein, die Mutter wird auf die Straße springen und versuchen, ihr Kind beiseite zu schieben oder zumindest es versuchen, auch wenn es ihr ihren eigenen Tod bedeutet. Die menschliche Natur ist so komplex, sodass es nicht durch Zufallsauswahl, willkürliche Auswahl erklärt wird. Die Seele wird nicht durch willkürliche Auswahl erklärt. Wenn dich jemand fragt, wie deine Seele aussieht und jemand würde dich bitten, sie zu beschreiben, du wirst es garantiert nicht können. Und dann redest du über willkürliche Auswahl und verteidigst diese Theorie. Wir möchten euch gern eine kleine Geschichte erzählen, welche einem islamischen Gelehrten passiert ist. Abu Hanifa ist sein Name. Und zwar wollte ein Atheist mit ihm debattieren. Abu Hanifa sagte zu ihm, kein Problem, lass uns morgen treffen hinter jenem Fluss. Lass uns morgen hinter jenem Fluss treffen. Morgen nach dem Gebet treffen wir uns dort hinter dem Fluss. Okay. Am nächsten Morgen stand der Atheist dort und Abu Hanifa erschien und er fragte ihn, weißt du, wie ich über diesen Fluss gekommen bin? Der Atheist antwortete, ich denke, du kamst mit einem Boot. Abu Hanifa sagte, ich werde dir alles haargenau erzählen. Also, ich stand auf der anderen Seite des Flusses und dann plötzlich fielen Steine vom Berg herab und das Eisen kam aus ihnen heraus und sie formten sich selbst zu Nägel und dann fielen die Bäume um mich herum und sie schnitten sich selbst zu Bretter und dann formten sie sich in Konturen und diese Bretter nahmen die Form eines Bootes an und die Nägel, sie begannen sich selbst in das Boot zu hämmern und dann sprang ich ins Boot und kam hierher. Der Mann sagte zu ihm, denkst du, ich bin verrückt? Du denkst, dass ich das glaube? Abu Hanifa sagte, glaubst du, dass ich verrückt bin? Dass ich denken soll, dass ich etwa denken soll, dass das ganze Universum und die Himmel und die Erde und die Menschen und die Fische und die Tiere und die Bäume, dass all dies einfach so entstand? Einfach so? Das war die Geschichte. Wir möchten euch gern mit einigen Versen aus dem Koran entlassen. Wir lesen euch aus dem 52. Kapitel, Verse 35 bis 36. Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Nein, vielmehr sind sie nicht überzeugt. Dann möchten wir euch aus dem 27. Kapitel, Verse 59 bis 64 vorlesen. Sprich, alles Lob gebührt Allah und Friede sei auf seinen Dienern, die er sich selbst auserwählt hat. Ist denn Allah besser oder das, was sie ihm beigesellen? Oder ist besser, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und für euch vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das, was wir in Entzücken versetzende, umfriedete Gärten wachsen lassen, deren Bäume unmöglich ihr wachsen lassen könntet. Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Nein, vielmehr sind sie Leute, die Allah andere gleichsetzen. Oder ist besser, wer die Erde zu einem festen Grund gemacht und Flüsse durch sie gemacht und festgegründete Berge auf ihr gemacht und zwischen den beiden Meeren eine Schranke gemacht hat? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern auf der Erde macht, gibt es denn einen anderen Gott neben Allah, wie wenig ihr bedenkt? Oder ist besser, wer euch in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres den gerechten Weg leitet und wer die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet, gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Erhaben ist Allah über das, was sie ihm beigesellen. Oder ist besser, wer die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt und wer euch vom Himmel und von der Erde versorgt, gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Sprich, bringt euren Beweis hervor, wenn ihr wahrhaftig seid. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.